Ah, in deinem Thema lohnt sich einzutreten, weil es verbunden ist. Und somit würde ich jetzt nicht umstellen. Wie können wir denn die Leistung aufgrund von den Fragen ausreichen, der Herr Kräger? Oh, da gibt es so ein umstellendes Gesetz. Da gibt es so ja. P ist gleich U mal I. P ist U mal I. Wenn I nicht bekannt ist, kann ich mich nicht. Mit P und U ausrechnen, wenn das bekannt ist. O von R und O. Und ja, das gibt es auch. Wenn der U geteilt auf R, also kleine Frage, O war U geteilt auf R, oder U Quadrat auf R. Wie ist das komische Gefühl? Also, ich habe schon eine andere, U Quadrat auf R. Haja. Oh Mann, das hätte schon los gefallen. Haja, ja. Und das wäre U Quadrat auf die 75 Ohm, ne? Und da wieder U Quadrat auf die 75 Ohm, die 75 Ohm können wir rauskürzen. Und jetzt, Herr Paschett, kommt das Quadrat auflösen, ja? Eine Geometrie auf der Seite. Das Quadrat möchte ich zwei multiplizieren. Ich habe zwei. Einmal hier einzufetten, U1 zu U2. Vergiss es, das Blatt Paschett. Ja, ruf ihn halt mal an, vielleicht. So, ich stelle dir nochmal vor. Das ist so ein